Abend. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Oh, das ist hübsch. Das tut richtig gut. Guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott in München bei der FSM. Grüß Gott. Herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Im Fußballfieber sind wir zurzeit alle, nicht? Morgen spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wie die Mannschaftsaufstellung so aussieht, das hat er gestern Abend Rolf Töpperwien gegenüber noch nicht so ganz klar gesagt, unser Berti, unser Bundestrainer. Wer da nun wo spielt und was spielt, das soll der Gegner natürlich nicht wissen, die GOS. Bei uns heute Abend ist das ganz klar. Die Mannschaftsaufstellung gebe ich Ihnen gerne bekannt. Sie wissen, zwei Mannschaften kämpfen um viel Geld, lediglich der Zuschauer gewinnt natürlich. Auf der einen Seite von links nach rechts, sagte ich, spielt Edith Fremd aus Braunfels. Und dazu kommt ein Mann, der Ihnen gar nicht fremd ist. Denn den kennen Sie sehr gut aus vielen, vielen Sendungen im ZDF aus seiner Serie. Guten Abend. Schönen guten Abend zu Hause. Auch hier in Berlin. Tolles Publikum. Immer gut drauf. Natürlich auch die Zuschauer in Österreich, denn da wird diese Sendung auch übertragen. Sie heißt Liebe. Was für Ausreden? Auf den ersten Blick. Ja, Liebe. Oh, auf den ersten Blick. Zu Edith Fremd kommt Elmar Hörig. Guten Abend, Frau Fremd. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Es geht Ihnen gut. Sie kommen aus Braunfels. Braunfels liegt in der Nähe von Frankfurt. Ja, 60 Kilometer nördlich von Frankfurt. Aber man hört sofort, dass Sie eigentlich aus Österreich kommen. Ja. Und Sie wohnen jetzt in Braunfels, weil Sie in Südafrika, wo Sie 7 Jahre gearbeitet haben, einen Menschen kennengelernt haben. Das war Liebe auf den ersten Blick. Ja, Sie haben sich angeschaut, haben gesagt. Ja. Und da war es soweit. Genau. Und dann sind Sie jetzt in Braunfels gelandet. Südafrika, habe ich gesagt. Sie haben einen Schwarm, der heute Abend auch in der Sendung ist und singen wird später. Mit viel, viel Herz. Nämlich Howard. Ich freue mich sehr drauf. Darf ich Ihnen was ganz leise sagen? Ja. Der Elmar ist eifersüchtig, weil Sie ständig von Howard reden. Auch ich mache abwechselnd. Elmar Howard. Zuerst Elmar, dann Howard. Mein lieber Elmar, wie geht es dir? Schön, danke, gut, ja. Ja? Ja, ich habe die Garderobe neben Howard. Aha. Ali, ja. Hat er sich eingesungen? Ja. Ist er gut drauf? Ja, live ist er nicht so gut wie... Ich sag nicht mehr jetzt hier. Bist du gut drauf? Es geht so, ja. Du bist aber immer noch, wie ich gehört habe, Junggeselle. Ja, deswegen mache ich auch die Sendung. Ich dachte, irgendwann muss da mal eine Frau drin sein, die mir auch gefällt, ne? Aber... Du, ich habe schon einige von dir gesehen, weil ich mir natürlich gerne auch mal Sendungen von Kollegen angucke. Nett, ja. Und da sind immer sehr hübsche Mädchen dabei. Stimmt, also eine musst du eigentlich endlich mal finden. Ja. Nee, das ist auch nicht, das war nur als Spaß gemeint. Das ist ein sehr netter Wie müsste denn eine Traumfrau aussehen, die du, wo du sagst, gut, jetzt heirate ich. Was müsste die haben? Was für Eigenschaften? Auch nett muss sie sein, das wird schon reichen, ja. Nett und blond und irgendwie so ein bisschen. Und in deinen Sendungen sind nie... Doch, immer, immer. Immer, hast, immer. Das ist so, man nimmt ja keine Arbeit mit nach Hause. Ne? Das, also man soll, das muss man, meine Oma immer gesagt, das darf man nicht machen. Ne? So sieht er das. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? Danke. So, auf der anderen Seite kommt unser Zuschauer, der kommt aus Kremlingen-Vettel, das liegt bei Braunschweig. Und dazu kommt eine Sängerin, die Sie oft im Radio gehört haben, in Ihrem Sender, ganz gleich, wo immer Sie zu Hause sein mögen, und gesehen haben, zum Beispiel... den dritten Platz bei dieser Sendung. Caballero, Caballero, schenk mir den puren Sonnenschein ein. Lass uns das Leben lieben, das Leben trinken, wie Spaniens roten Wein. Caballero, Caballero, das klingt nach Urlaub und Spaniens roter Wein. Zu Wolfram Oder kommt Christina Bach. Christinchen! Grüß dich. Ach, das ist schön, das gehört zum Beruf dazu. Eiskalte Hände. Ach ja. Ja, was heißt, ach ja, guck dir mal deinen Mann an, der guckt jetzt ganz eifersüchtig, weil ich deine Hand genommen habe. Ist er eifersüchtig? Ja, ziemlich. Ziemlich? Wie äußert sich das? Ja. Mach mal weiter. Vielleicht kommt er nach vorne gerast und knallt mir eine.
Nein, ne? Nein, so weit geht das nicht. So weit geht er nicht. So weit geht das nicht. Es ist ein ganz Aber du hast immer noch Lampenfieber vor einer Sendung. Das gehört auch dazu, nicht? Ja, du hast immer gesagt, Lampenfieber ist die Ehrfurcht vom Publikum. Die Achtung, die Ehrfurcht vom Publikum, völlig richtig. Wer so rausgeht und sagt, ich mach das mal eben, ist ein ganz entscheidender Punkt. Toll, toll, toll für heute Abend. Vor allen Dingen natürlich für den Kandidaten. Herr Oder. Der hat auch Lampenfieber. Der hat auch Lampenfieber, ne? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Grund- und Hauptschullehrer in Braunschweig an der Friedrich-Gerstecker-Schule. Das ist eine Sonderschule für lernbehinderte Kinder. Da bin ich nach meiner ersten Lehrerprüfung erst gelandet und dann ist das doch eine gewisse Berufung geworden und macht mir sehr viel Spaß, dort zu arbeiten. Aber es ist nicht ganz einfach. Nee, man braucht eine Menge Geduld und Einfühlungsvermögen und muss dann versuchen, eben die Schwächen, ich muss das in meinen Mathe versuchen herauszukriegen, damit sie dann halt in der Berufsschule später einmal auch die theoretischen Bedingungen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich in Mathe lernbehindert war, aber in Mathe war ich nie so richtig gut. Ich war immer so abstiegsbedroht. Es ging mir immer so in der Schule wie zur Zeit meinem HSV, das ging in der vergangenen Saison. So immer so gerade eben und eben noch reingerutscht. Aber wenn Sie einen solchen Beruf machen, dann ist das eine Erfahrung, die Sie sicherlich machen, dass da auch oft natürlich das Elternhaus nicht ganz unschuldig ist bei Kindern, wo man sagt, wenn da 5, 6 Kinder zu Hause sind, die Familienverhältnisse nicht stimmen, kleine Wohnung, alles, was dazukommt, da ist es manchmal für ein Kind verdammt schwer, nicht? Ja, dann kann man also nicht unbedingt erwarten, dass die Hausaufgaben vielleicht so sind, wie man sie gerne hätte. Aber die Kinder bemühen sich und wenn die Kinder sich bemühen, dann bin ich immer schon sehr zufrieden, wenn ich sehe, dass das sich anstrengt und sich bemüht und auch den dann mitmachen möchte. Sie möchte mitmachen, sie strengt sich auch an. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? Auf der anderen Seite. Es geht in der ersten Runde um 500 Mark. Natürlich verdoppelbar auf 1.000. Und natürlich geht es in der ersten Runde um viel, viel EM, um viel, viel Fußball. Da haben wir die Überschriften. Auf der Tribüne, auf dem Spielfeld, am Spielfeldrand, vor dem Spiel, in der Halbzeitpause. Und dann kommt etwas für die Damen, Christina, vielleicht für dich. Fußballspezifische Fachbegriffe. Das meinst du sicherlich ironisch. Wieso? Ja, glaubst du, ich kenne mich aus im Fußball? Du kennst dich nicht aus im Fußball? Nein. Und hast einen Mann, der heißt Uwe. Früher haben ganze Stadien gebrüllt. Uwe! Uwe! Danach wurde er auch benannt. Das dachte ich mir fast. Das dachte ich mir. Das ist ja auch eine Seele von einem Menschen, nicht? Also gut, von Uwe, jetzt habe ich auch lange genug Reklame für den Uwe gemacht. Jetzt kommen wir zu dir. Was nimmst du? Am Spielfeldrand. Am Spielfeldrand. Mhm. Da hast du schon mal gesessen. Irgendwann, hoffe ich. Nein. Solltest du machen, ist interessant. Okay. Geht los. 500 Mark ist die Überschrift. Alle 7 durch 200 Mark. Achtung, fertig und geht los. Die knipsen, die Fotografen knipsen mit ihren? Fotoapparaten. Anderes Wort? Kamera. Ja. Und was habe ich gesagt? Die knipsen, die? Die Spieler. Nein, nein, die den Beruf haben. Die Fotografen. Ja. Ein Strich ist auch eine? Linie. Ja, und Linien? Der Typ, der da entscheidet, ob ein... Linienrichter. Ja, genau. Der die Mannschaft mobil macht, ist der Trainer. Ja. Und ich gebe, wenn ich berühmt bin, vor Autogramm. Der Presse viele, viele... Interviews. Ja. Das kam doch, jawohl. 5, toller Anfang. Toller Anfang. Hey, der erste Anstoß ist gelaufen. Egal. Also wenn wir morgen gleich in der ersten Halbzeit 5 Tore schießen, ist alles in Ordnung, nicht? Elmar, was darf es denn sein? Hier, auf dem Spielfeld machen. Auf dem Spielfeld? Ja. Aha, Spielfeldrand, jetzt gehen wir aufs Spielfeld. Achtung, fertig und geht los. Wenn das Spiel anfängt, wie heißt das? Anpfiff. Nein. Ja, die haben ja gesagt, geht's weiter. Zweites ist der Mann, der ganz hinten spielt. Franz Beckenbauer war einer. Libero. Ja. Wenn ich mit diesem Körperteil den Ball... ja, genau. Wenn ich jemanden aufs Gras lege, unfair, was ist es? Foul. Ja. Dann, und dafür gibt es dann im Strafraum eine Strafe. Was ist Gelbe das? Gelbe Karte. Nein. Ein Elfmeter. Man schießt es, ja, genau. Wer entscheidet über das Spiel? Der Schiedsrichter. Jawohl. Wie heißt das? Der Raum da? Dieser Raum? Freiraum. Da du Raum gesagt hast. Ja. Oh, ja. Strafraum war es. Und am Anfang, wenn Sie eben überlegt haben, warum war das plötzlich weg vorne am Anfang... Da hast du gesagt, wenn das Spiel anfängt und Anstoß stand da. Bin ich wieder schuld. Gut. Alles klar. Also einigen wir uns darauf, du bist nicht ganz unschuldig. Gut. Also. Nicht? Ist doch ein salomonisches Urteil. Wie viel haben wir denn jetzt? Ihr habt 4 und ihr habt 5. Noch alles offen. Das schaffen wir noch. Herr Oder? In der Halbzeitpause. In der Halbzeitpause. Achtung, fertig und los. Wo gehen die Spieler rein? So kleine Räume. Kabinen. Ja. Dann bekommen die etwas Tee. Zu trinken? Ja. Bier? Das Hauptwort. Die... Getränke. Ja. Und dann haben die immer so Zeichen auf ihren... Wappenemblem? Nee, was auch an Reklame läuft. Die? Weiter. Weiter. Dann spielt vorher die Musik, eine große... Hymne. Nee, die spielt. Die vielen Leute, die blasen und mit Chingda Rasabum da hin und her laufen auf dem Spielfeld. Parade. Nee.
Kapelle. Eine Kapelle. Kapelle, oh. Einfach die Kapelle. 7-4. 7-4. Und es wäre dran, Frau Fremd. Vor dem Spiel. Vor dem Spiel. Achtung, fertig und los. Wenn man sich guten Tag sagt. Handschütteln, Hände ja, schütteln. Ja, aber nicht schütteln, Begrüßung. Sondern... Nee, Hände. Händedruck. Ja. Ein Geld ist eine... Münze. Ja. Und wenn einem kalt ist, dann muss man rund laufen. Warm laufen. Ja, aber das zweite Wort ist warm und das erste Wort ist nicht warm. Das zweite Wort ist? Ja, die gehen zum... Zum Aufwärmen. Ja. Und was singen die dann? Die Nationalhymne. Ja. Das kam. Die Nationalhymne kam. 8-7. Jetzt hätten wir noch, alle gehen um die fußballspezifischen Fachbegriffe rum. Also nimmst du auf der Tribüne. Ja. Gut, 7-8 steht es. Letzte Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Katharina? Christina. Ich weiß. Ich wollte ja noch mal sehen, ob du wirklich so drauf einsteigst. Es hat ja neulich eine Zeitung geschrieben, in der Pyramide zu Gast. Katharina Bach und Elmar Hörig. Ich weiß auch nicht, was an dem Namen Christina so schwer ist. Eigentlich ganz einfach, ne? Ja. Aber, Tribüne sind wir jetzt. Christina Bach, bitte. Achtung, fertig. Du bist nervös, ne? Natürlich. Dachte ich mir. Los! Die Wehen im Wind, die bunten... Ja. Was ist das? Zuschauer, Klatschen, nein, nein, Klatschen, ja. Applaus. Der allgemeine Begriff für Klatschen ist der... Der Applaus? Nein. Das Klatschen? Nein. Wenn ich umstürze... Der Beifall? Ja. Nicht Pauken, sondern... Trompeten? Nein. Trommeln. Ja, ja. Weiter. Da sitzen alle meine... Zuschauer? Nein, meine, nein. Meine Fans? Ja. Pfeifen? Die? Die Pfeife? Nein. Ich nein. Kann doch nicht pfeifen. Es war nicht die Pfeife, sondern es waren die Pfiffe. Ich kann doch nicht pfeifen. Man sitzt ja manchmal auf der Tribüne, nicht? Man sitzt ja manchmal auf der Tribüne und sagt, die Pfeife, warum gibt der nicht ab? Aber das ist was anderes. Ja. So, jetzt gebe ich ab. Jetzt hast du sie endlich, die fußballspezifischen Fachbegriffe. Ich wieder jetzt. Elmar Hörig. Gut. 11-8, 3 Punkte bis zum Gleichstand, 4 Sieg, 7 Sieg und 200 Mark. Achtung, fertig und jetzt kommt der Fachmann. Ab. Wenn jemand im Strafraum fällt, so tun, als ob er fällt, dann macht er eine, wie ein Vogel heißt es. So, man nennt es wie ein Vogel. Es ist eine, die Taube. Nein, nicht die Taube, sondern die fliegen bei schönem Wetter hoch. Bei, die Schwalbe. Ja, genau, weiter. Ein anderes Wort. In Berlin stand früher eine große, dicke, wo keiner Mauer. Rüberkam. Genau. Ein Vogel hat... Flügel. Ja. Ich hau drauf mit einem dicken... Hammer. Jawohl, klasse. Was ist am Rand von... Also da, wo das Fähnchen steht, was ist das? Die? Die Ecke. Ja, die Ecke. Das war die Ecke. Der Eckstoß kam noch. 11 Punkte für Christina Bach. Und für Wolfram Oder. Und 13. Und damit 2 mehr und 500 Mark auf dem Konto. Und die Möglichkeit, 500 dazu zu kriegen. Für Edith Fremd. Und den ach so bekannten Herrn von Hörig. Ja. Darf ich dich gehörig bitten, dass du dich... Danke. So. Nein, du sollst dich anschnallen. Ach, anschnallen muss ich mich. Entschuldigung, ich dachte, du musst mir die Hand schütteln. Ich finde es ja enorm, wie du aufsprichst, wenn ich komme. Es ist ja unglaublich. Ja, das ist höflich. Meine Oma hat gesagt, es soll höflich sein in der Sendung. Und ich fand es auch ganz toll, dass du ein HSV-Fan bist. Bin ich nämlich auch. Du auch? Ich bin aufgewachsen. Aber die waren schwach in der letzten Zeit. Ja, nee. Aber früher waren sie richtig gut. Schwach. Charlie Dörfel. Ja, ach Mensch, und Uwe. Uwe und Stürmer ich? Und ja, ja. Schnorr. Und ja. Okay, weiter. Jetzt kommen wir zum Fußball. Ja. Haben wir morgen. Ne? So, also, es geht um weitere 500 Mark. Es geht um zusammengesetzte Hauptwörter. Davon finden wir einen Teil am Auto. Der ganze Begriff hat dort aber nichts zu suchen. Zum Beispiel eine Bremse gehört zum Auto. Eine Rücktrittbremse. Eigentlich nicht, ne? Sowas, also ein Teil ist immer beim Auto zu finden. Mhm. Haben Sie noch Fragen dazu, nein, Frau Fremd? Nein, keine. Gut, du bist angeschnallt. Du erklärst ganz ruhig. Weitersagen geht nicht. Gut. Wenn das Wort erwähnt ist, ein Teil davon, ist es vorbei an der Stelle. Mhm. Wenn alles durch ist, sind es weitere... 500 Mark? Du hast gewonnen. Tschüss, noch nicht. Achtung, fertig, los! Was backt man? Kuchen. Ja. Und worauf ist der? Auf was? Blech, ja, Kuchenblech. Gut. Weiter. Was trinkt man? Es ist, was trinkt man so wenn es Feier ist, eine Party? Sekt. Ja. Und um ihn da nicht warm zu halten, sondern anders. Wie heißt das da? Ja. Ich springe ins Wasser und was mache ich da? Schwimmen. Und wenn ich was drum habe, mein Schwimmreifen. Ja, klasse. Auf was ist das hier? Nagen. Ja, und was machen die Frauen da drauf?
Lack. Ja, wie heißt das alles zusammen? Nagellack. Prima. Man kann es essen, es ist gelb. Wir haben am Nachmittag zu wenig drüber gesprochen. Es ist gelb, wächst auf dem Feld. Ja, ja, genau, alles klar. Was hat der Vogel hinten? Ein Schwanz. Ja, genau. Und was hat der Vogel sonst überhaupt am Fell? Federn. Ja, und das zusammengesetzt, hinten und Federn, sind die? Schwanzfedern. Genau. Ja! Toll! Ja! 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 Fabelhaft! Das sind 1000 Mark. Heute Nachmittag, ich habe gesagt, vielleicht kommt das Wort Maiskolben. Wie soll ich das erklären? Dann sagt sie, dann machen wir weiter. Jetzt kam es. War das nicht toll? Ha, das ist Fügung. Fügung, ja. Fügung. Ich habe eben geglaubt, er schmeißt dich hin, als hätte er ein Tor geschossen. Ja. Christina, wie hast du denn eigentlich nun diesen, über den wir schon so lange gesprochen haben, kennengelernt? Ich habe da mal etwas gehört, das muss doch sehr, sehr ausgefallen gewesen sein, wie du Uwe kennenlerntest. Das ist richtig. Ich war mal sein Produkt. Ja, das heißt, ich wurde das bei einer. Ungeheuer. Ja, das war aber so. Ich wurde bei einer Schallplattenfirma als Sängerin eingekauft und da war er als Promotion Manager tätig. Das heißt, er musste diese Künstler dann betreuen und dieses dafür Produkt sorgen. Bach. Ja, das Produkt Bach betreuen, Funk, Fernsehen und pressemäßig. Das hat er wörtlich genommen. Ja, das hat er sehr wörtlich genommen. Und zwar hat er mich dann nach München bestellt und hat mir erzählt, wir hätten also ein ganz wichtiges Interview. Das stimmte natürlich nicht, aber er hatte eine Freundin, die hat das Ganze mitgespielt. Die hat so getan, als wäre sie von der Zeitung und hat mich tatsächlich interviewt. Nur damit er mich nach München bekam und zu diesem Zeitpunkt waren auch komischerweise alle Hotels belegt, sodass ich in seiner Junggesellenwohnung, die zugegebenermaßen sehr aufgeräumt war, übernachten musste. Ja, also hatte er mich schon mal in München in seiner Wohnung und am zweiten Abend... Und dann bist du einfach mitgegangen? Ey, was soll ich denn machen? Ich bin ja drauf reingefallen. Und am zweiten Abend, da hat er sich dann einen Gruselfilm ausgeliehen. Nee, und da saßen wir dann zusammen auf der Couch und, ach, ist das schrecklich, und kam dann immer näher. Naja, und dann haben wir auch ziemlich schnell geheiratet und haben das Ganze 2 Jahre lang in der Branche geheim gehalten, weil ich ja immer noch sein Produkt war. Das klingt ja hinreißend, sein Produkt war. Da drüben sitzt dieser Produktmanager, den wir jetzt gerade eingeblendet haben. Das ist eine hinreißende Geschichte. Ja, und auch der Gruselfilm, darauf muss man erst mal kommen, nicht auf so etwas. Ja, ist sehr ausgefallen. Weil er sagt, da wird sie sicherlich zittern, dann rutscht sie immer dichter ran und ich trösten. Halte Händchen. Ja, ja, ja. Und dann darf ich sie trösten. Ja, ja. Das war vielleicht ein Hinweis für viele, die gesagt haben, diese Uwe-Tour ist gar nicht schlecht. Wer weiß. Eine UT. Eine UT. Eine Uwe-Tour. Wir haben die nächsten Überschriften. Keine Gruselüberschriften, ganz normale Dinge. Da sind sie. Alles, was zart sein kann, was reif sein kann, was wichtig sein kann, was gefährlich sein kann, was kostbar sein kann. Alles, was geschützt sein kann. Alles, was gefährlich sein kann. Alles, was gefährlich sein kann. Aha, nach dem Film hat sie keine Angst mehr. Nein. 1000 Mark, verdoppelbar auf 2 und alle 7 durch. Immer 200 Mark, die nicht verdoppelbar sind. Ich muss das immer wieder sagen, wenn wir immer wieder Post kriegen. Warum die 200 Mark eigentlich nicht? Das ist im Spiel Nummer drin, das steht nun mal da drin. Alles da, noch eine Frage dazu? Nein. Gut, Achtung, fertig und geht los. Das brennt, das? Feuer. Was mache ich mit dir, ich? Lache, mich anlachen? Nein, nein, ich will mich in dich verlieben, ich. Umgarnt man mich um einen Garnen? Ja, und wie nennt man das, den? Den Flirt. Ja. Kein Tiger, sondern ein? Löwe. Ja. Hoffentlich lässt du mich heute nicht im? Stich. Ja. Das ist sehr kalt, das leckt man im Sommer. Eis. Ja, das zweite Wort ist größer als ein Hügel. Eisberg. Ja. Und die hat mich gebissen im Wald, eine gelbe, eklige... Zecke. Zecke, ja. Eine Zecke. Keine Zecke, sondern eine Zecke. 5:0. Mit 5:0 gingen die nach vorne. Elmar. Ja. Obwohl ich ein Mann bin, nehmen wir jetzt alles, was zart sein kann. Ja, du erklärst es ja auch an einem zarten Wesen. Ich hoffe, ja. Achtung, fertig und bitte. Oh, was ist das alles so bei meinem Körper? Die Haut? Ja. Was gut riecht, ist ein? Parfüm? Nein, das Wort dafür ist Allgemeinbegriff. Ein Duftweiser? Ja, das erste Teil nur. Ein Duft? Ja. Die Blumen, was machen sie im Frühling? Blühen. Und das Substantiv, das Hauptwort davon? Die Blüte. Ja. Es ist nicht Fisch, sondern... Fleisch? Ja. Oh Gott. Aber die Farbe. Nicht pink, sondern so ähnlich. Lila. Nein, so ähnlich. Selbe Farbe, bloß fängt mit einem Buchstaben an. Ja. Und, was? Seele, hätte ich auch nicht gewusst. 5:5. 5:5. Alles offen. Alles noch offen. Ich meine, du hättest zu der Farbe rosa natürlich auch über das Outen kommen können, nicht? Dann wärst du auch dahin gekommen. Rosa vom Braunheim. So, ja. Zum Bleistift. Aber das ist, immer hat Stress hier und das ist...
Man fällt ja nicht immer das ein, was man richtig denkt. Ne? Logisch. Das ist es ja. Wenn Sie mal hier sitzen, ist es viel schwerer als zu Hause. Immer dran denken. Lieber Herr Oder. Alles, was kostbar ist. Alles, was kostbar ist. Achtung, fertig, 30 Sekunden Zeit. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Achtung, fertig, los. Was wir trinken und womit wir uns die Zähne putzen. Wasser. Das, was man sie umhaben. So Glitzer. Brillanten, nee, Diamanten, ganz normal, ganz Ketten, ganz, Gold, Silber. Was man beim Juwelier kaufen kann, ganz normal. Schmuck. Ja. Trinkt man golden, wird im Herbst gekältet. Wein. Ja. Was man bei der Post kaufen kann. Um Briefmarken. Ja. Na, nicht der Tod, sondern das Leben. Wenn man Gold hat in einer großen Kiste, dann ist das ein Schatz. Ja. Und ein Berg, ein Glasstein. Schade. Nee, nicht schade. Bergkristall, nicht Bergschade. 11-5. Editha. Alles, was reif sein kann. Gut. Achtung, fertig und es geht los. Die Zeit. Ja. Wo Löcher drin sind? Was wir essen aufs Brot? Käse. Ja. Oh, nicht die Frau, sondern der? Der Mann. Und nicht der Apfel, sondern die? Die Birne. Und wir machen eine gute, nicht Aufführung, sondern eine gute Arbeit, eine gute, wenn man etwas macht, etwas schafft, dann ist es eine gute Leistung. Ja. Und nach dem Essen nicht ein Brandbein, sondern ein? Ein Cognac wäre es gewesen. So, wir hätten jetzt noch alles, was geschützt sein kann und alles, was wichtig sein kann. Es steht 11-10, aber die 11 haben, sind dran. Christina, was nehmen wir denn? Wie schön. Alles, was wichtig sein kann. Ja. Achtung, fertig und los. Das, ich singe mit der? Stimme. Ich habe mehrere, also wenn ich morgen dahin muss und übermorgen Termine da muss, ja. Ich muss etwas fällen, eine. Baum? Nein. Weiter. Wir gucken jeden Abend die im Fernsehen. Die Nachrichten? Ja. Der Schauspieler spielt eine. Rolle. Mhm. Und nicht der erste, sondern der zweite Part. Ein anderes Wort für Part? Teil, der zweite, ja, Teil. 16-10. Ein tolles Ergebnis. 16-10 steht es. Jetzt kann es ganz spannend werden. Alles, was geschützt sein kann. Geschützt ist kein Mitspieler. Jetzt müsste es heißen, 6 Punkte bis zum Gleichstand, 7 Siege und 200 Mark. Oje. Aber 6 müssten es sein, dann käme eine Stichfrage. Achtung, fertig. Elmar. Mhm. Ja, du mach. Ja, ja. Und los. Ich habe einen Elmar. Elmar ist mein Vorname. Ja. Name. Ja, genau, alles klar. Zwischen der Schweiz und Deutschland gibt es eine Grenze. Das hier ist mein Bein. Ja, was für eins? Das Stückchen hier? Holzbein, sondern ein anderes. Schienbein. Hier? Ja, genau. Ich gehe raus auf den Balkon. Anderes Wort für Balkon ist Terrasse. Ja. Wenn ich etwas erfinde, dann habe ich darauf ein. Ich melde Patent. Es, ja. Und ein kleiner Platz ist ein Ort. Ah, ja, Mann, wie kann ich auch so. Ja, Mann, das war es. Das war es. Ein kleiner Platz ist ein Plätzchen. Und da ist der Platz drin. Elmar, 15 Punkte für Edith Fremd und Elmar Hörig. Und einer mehr, 16. Und damit 1.000 Mark auf dem Konto. Aber daraus können gleich zwei werden. Daraus können gleich zwei werden. Alles für Sie. Passen Sie gut auf. Muss ich mich jetzt anschnallen? Ja, es geht um zusammengesetzte Hauptwörter und Begriffe. Davon ist ein Teil aus dem morgigen Fußballspiel. Och nee. Aber Lothar Matthäus kennst du. Jetzt sag nicht, ach nee, der spielt nicht. Aber da könnte zum Beispiel das Wort Matthäus-Passion drin sein, ne? Mhm. Beispiel. Aber man kann alles erklären, auch wenn man von Fußball keine Ahnung hat und nur auf der Außenlinie hin und her läuft. Wenn du es sagst. Ja, glaube fest daran. Ich glaube daran. Und er hilft. Er kommt hoffentlich drauf. Achtung, fertig und es geht los. Man spielt mit einem Ball. Ja, und wir waren vorher in der geschminkt. Maskenball. Ja. Der backt den Kuchen, der Bäcker. Edler, nee, Edler. Der Konditor. Ja. Auf dem Haus oben ist ein das Dach. Ja. Der Dachstuhl. Und der hieß Udo. Udo Lattek. Ja, Dach. Dachdecker. Nein. Dach. Dachlatte. Ja. Wenn ich was ganz Schlimmes gemacht habe, dann kriege ich vom Staat einen. Wenn ich verhaftet werde, kriege ich einen. Einen Haftbefehl? Nein, einen, der mich... Ein Polizist kommt. Nein, kein Anwalt, sondern ein...
Verteidiger. Ja, und was für einer? Ein Pflichtverteidiger. Ja. Kleinkind ist ein? Baby. Ja, und diese rosanen Nachthemden, die nennt man? Baby. Babydoll? Ja. Und der schüttelt die Getränke, der? Der Gewinner? Nein! Nein! Der Gewinner, der Barkeeper. Und der Keeper ist ja der Torwart, ne? Und der Thomas-Doll, nicht der Fußballer. Ja. Der Fußballer, den wir leider verkauft haben, ne? Daher kamen wir auf Babydoll. Howard, danke dir. Mit viel, viel Herz. Howard Carpendale. Das ist ein Mann, wa? Gut gemacht, ne? Ja. Aber hat keine Krawatte an. Wenn das meine Mutti sieht, kauft sie keine Platten mehr von ihm. Keine Krawatte. Tschüss, Howie. So. Einer meckert ja immer, nicht? Ja, ja, das geht dir so, das geht uns allen so. Jetzt sind Sie ganz nervös, jetzt haben Sie ihn gesehen. Ja. Oh, er ist ja auch nett, ne? Doch, sehr nett. Ich habe was für Sie. Ja. Ich war bei ihm in der Umkleidekabine, als er nicht drin war, und habe das Stückchen Seife geklaut, mit dem er die Hände gewaschen hat. Das habe ich für dich aufgehoben. Danke. So nett, ach, aber so weit geht das nicht. Ne? So weit geht das nicht. Sag mal, du warst früher Lehrer. Ja. Hast in Freiburg angefangen, warst dann in Aachen an der Länderschule. Ja. Hast Englisch unterrichtet und Sport. Englisch und Sport, ja. Wann kam denn bei einem Mann, wie du es bist, jetzt plötzlich der Entschluss zu sagen, ich gehe zum Sender, zum Südwestfunk? Ja, wir hatten damals einen Kultusminister, ich glaube, so heißt das, hieß Meier Vorfelder. Und der hat mich aus dem Schul... Der Präsident des Deutschen Meisters. Ist auch, also, bitte. Und der wollte mich nicht. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann der kennt doch nicht den einfachen Herrn Hörig in dem Fall und sagt, also der Hörig, den finde ich nicht nett, den will ich raushaben. Da hat er, das heißt, es war keine Stelle frei. Es war keine Stelle frei, ja. Also es war eigentlich eine Verlegenheitslösung. Ja, das war es sicher, ja. Der Sprung dorthin und dann hinterher gesagt, es gefällt mir so gut, jetzt will ich auch gar nicht wieder zurück. Nee, das war dann einmalig. Und dann, kommen denn jetzt heute noch Schüler, die sagen, ich weiß noch damals, mein lieber Elmar, du warst vielleicht ein harter Knopf oder sowas? Ja, doch, ich glaube, ich war ein strenger Lehrer, aber anders geht's nicht. Die müssen lernen, wo es lang geht, sonst hat das keinen Sinn. Also glaube ich auf jeden Fall, als Lehrer müsste man das denen zeigen. Das Leben ist hart und da muss man in der Schule ein bisschen schon was für mitkriegen. Und ich war sicher ein unangenehmer Lehrer, wenn es darum ging, eben, dass die nicht an der Stange blieben. Aber ich glaube, ich war ein relativ netter, auch für Blödeleien zu haben. Das hört man heute bei deinen Sendungen auf SWF 3. Sicher. Was ist denn nun, wenn plötzlich solche Sprüche, du hast ja manchmal ganz schön harte Sprüche drauf, wenn man dich so hört, wenn nun am Montag kommen die in die Schule zu deinen Ex-Kollegen und geben sowas weiter und sagen wollen, hat ihr Kollege Hörig gesagt. Ja, das ist immer so ein Zwiespalt. Aber ich denke da nicht mehr dran an früher. Ich bin jetzt bin ich das und das mache ich jetzt mit aller Energie, die ich habe. Und da denke ich nicht mehr an meinen folgenden Beruf. Ob die nun mit klarkommen oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht. Es gibt noch etwas, was du mit vollem Einsatz machst. Du surfst leidenschaftlich. Das ist mein großes Hobby, ja. Wo? Ich habe, also vor 10 Jahren, oder vor 12 Jahren, als ich begonnen habe, mehrmals war ich auf Hawaii, habe ich mit Robbie Nash gesurft. Ich habe das damals, damals war noch nicht so bekannt, das hört sich jetzt heute an. Du bist ja ein Star, sag mal. Und ich bin dann jetzt, habe ich die Zeit nicht mehr darüber zu fliegen, weil es eben lange dauert, man müsste dann schon 6 Wochen Urlaub machen. Jetzt fliege ich immer nach Lanzarote und wann eben da nun Wind ist, das sind ähnliche Bedingungen, bin ich draußen und je mehr Wind, desto besser ist es halt auch. Toll. Je höher die Welle, desto schöner, kriegt man den Kopf mal frei. Das nächste Mal zum Surfen? Übermorgen. Oi, ja. Toll, schönen Urlaub wünsche ich dir. Dankeschön. Wir haben die nächste Runde. Da sind die Überschriften. Letzte Runde, 1500 Mark, da geht es um Schlager. Davon versteht er auch eine ganze Menge. Wenn er auch relativ wenig Deutsch spielt, aber die Titel kennt er eigentlich alle, nicht? Ja. Kribbeln im Bauch, nicht? P. Werner, mit dir vielleicht singt wer? Paul McCartney. Weiß nicht. Sagt er, SWF 3, Nicole singt das. Ja. Ach, Nicole. Liebe auf den ersten Blick singt wer? Münchner Freiheit. Das weißt du nur, weil es deine Sendung ist. Allerdings. Take it easy, nimm's leicht. Truckstop. Hallo, Frau Nachbarin. Die Kastelroter Spatzen. Die Wildecker. Was? Wie? Wildecker Herzbuben. Die Wildecker Herzbuben. Ich war nah dran. Wildecker Herzbuben. Heieiei. Ich habe mich so auf dich gefreut. Das soll kein Vorwurf sein. Matthias Reim. Nein? Mein Gott, jetzt hat er's. Habe ich richtig? Mein Gott, jetzt hat er's. Das ist ja unglaublich. Sehr schön. Wahnsinn. So, also, ihr wart eben drin. Ihr seid dran. Was nehmen wir denn? Ach, ich nehme mal lieber auf den ersten Blick, weil ich mal denke, vielleicht haben wir Glück. Lieber auf den ersten Blick. 1500 Mark, verdoppelbar auf 3 zu dem, was Sie jetzt schon haben. Mhm. Achtung, fertig und geht los. Ein Auto ohne Dach ist ein? Cabrio. Ein Mensch, der zwischen 10 und 20 ist, ist ein? Teenager. Im Garten ist eine kleine Schlange, sie sieht nichts. Blindschleiche. Ja.
die mir immer die Tickets an mein Auto macht, die ich mal grillen werde eines Tages. Politesse. Ja. Ein VW heißt auch anders ein. Käfer. Ja. Wenn ich zum ersten Mal tanze. Oh nein, das ist, was für ein Weiter. Versager. Gut, ich trage, die Frauen tragen es, wenn sie tanzen, so ein Schuh. Also dich im Abendkleid stelle ich mir sehr komisch vor. 5:0. 5:0. Christinchen. Hallo, Frau Nachbarin. Ja, hallo, Frau Nachbarin. Achtung, fertig und los. Ich backe den Kuchen mit dem weißen Zeug. Mehl. Ja. Um den Garten herum ist ein Zaun. Da hole ich meine Lebensmittel. Im Geschäft? Nein. Im Laden? Wie heißt das, wenn ich das mache? Einkaufen. Ich, ja. Der bringt mir die Post. Der Briefträger. Damit schließe ich auf. Einen Schlüssel? Ja. Nicht Tee, sondern Kaffee. Und wenn man so viel quatscht, dann ist das der Kaffee. Satz. Die Frauen. Kaffeeklatsch. Ja. Kaffee. Was nass machen, wenn die Gewächse? Die Blumen gießen. Ja. Zu spät. Aber das kam nach dem Klingelingeling. 6:5. Frau Fremd. Mit dir vielleicht. Bitte? Mit dir vielleicht. Ach. Sie meint mich nicht. Quatsch. Mit dir. Überschrift, logisch. Mit dir vielleicht. Achtung, fertig, los. Wenn zwei auf dem Fahrrad fahren. Tandem. Und nicht ein Einzel, sondern ein. Doppel. Und ein Geschäft. Man gründet eine. Boutique? Nee. Eine Firma. Ja. Und nicht verheiratet, sondern was kommt zuerst? Verlobt? Ja, und das. Ja, verlobt. Und wo spielen wir hier? In der. Pyramide. Und wenn man schwitzt, ist man in der. Sauna. Und die Zusammenarbeit von den Parteien, die große. Koalition. Das war's. Das waren alle sieben. Das waren alle sieben. Dann wären das 200 Mark. Nee, wissen Sie? Nicht verdoppelbar. Kribbeln im Bauch hätten wir. Take it easy, nimm's leicht. Und ich habe mich so auf dich gefreut. Entweder oder. Das letzte nehmen wir. Das letzte. Ich habe mich so auf dich gefreut. Achtung. Fertig. Und los. Oh Gott. Der dieses Heile macht. Zahnarzt. Ja. Nicht Sommer, davor. Winter, Frühling. Ja. Dieses kleine Kind auf dem Arm. Baby. Ja. Und wenn von der Post jemand kommt und ein Bares bringt. Der Briefträger. Ja, der bringt aber Bares. Cash. Der bringt das fürs Portemonnaie. Was ist das hier? Scheine. Das ist Geld. Ja, ach, und der das bringt. Gleich. Das ist ein, der das. Geldbote. Richtig. Der am 6. Dezember kommt. Nikolaus. Und man gewinnt bei der Olympiade eine. Medaille. Ja. Und die Arena. Das ist immer ein ziemlicher Zirkus, der mal an die Medaille rankommt. Es steht 12:12. Immer noch unentschieden. Da ist eine Spannung. Das ist eine Spannung wie in Schweden, ne? Hat man Kribbeln im Bauch. Aber wenn man es leicht nimmt, geht es eigentlich viel besser. Was darf es denn sein, Emma? Wir nehmen Take It Easy, alter Schwede. Take It Easy. Nein, den Titel haben wir nicht. Wir haben Take It Easy, nimm es leicht. Gut, Take It Easy. Okay. Achtung, es steht 12:12. Ist klar, ne? Achtung, fertig. Bist du bereit? Immer. Du sollst jetzt bereit sein für 30 Sekunden. Achtung, fertig, los. Ohne Haare ist? Platte. Platte. Ich kriege ein Ticket an mein Auto, das nennt man? Strafzettel. Ja. Wenn man zwei Kinder kriegt? Zwillinge. Ja. Wenn man beim Tanzen nicht tanzen möchte, sondern man, die Frau gibt einem Mann dann den? Korb. Ja. Wenn ich etwas nicht bezahle, bekomme ich die erste? Rechnung. Nein, die erste? Mahnung. Ja. Wenn niemand arbeitet, ist das Wolf Mattis. Und die, was hat die gemacht? Streik. Jawohl. Ja, Streik kam doch. Der kam doch. Der Streik kam doch, ne? Ich habe das Gefühl, dass Herr Dr. Heindl heute Abend streikt. Nein. Guten Abend, Herr Heck. Guten Abend, Herr Dr. Heindl. Ich habe schon gedacht, Sie hätten verschlafen und wären gar nicht da, weil Sie sich gar nicht gemeldet haben. Sie haben alles richtig gemacht. Warum soll ich mich da melden? Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Dr. Heindl. Sie waren die letzte Antwort kam auch noch richtig, also war nichts zu beanspruchen. Also Streik war auch noch in Ordnung. Ich hätte ja gerne gemeckert, nachdem Sie gesagt haben, einer meckert immer, aber Sie haben mich ja nicht gemeint. Ne? Ich gebe zu, ich habe Sie wirklich nicht gemeint, aber die Idee ist gar nicht schlecht. Ich hätte Sie natürlich meinen können. Nicht? Wäre ja möglich gewesen. Herr Dr. Heindl, Sie waren im Urlaub, habe ich gehört. Ich komme gerade. Sie kommen gerade? Ich komme gerade, ja. Ah ja, wo waren Sie? Aus Kitzbühel. Aus Kitzbühel? Ja, ja. Hat man Sie erkannt auf der Straße? Nein. Ich dachte, weil Sie vielleicht so schlecht gelaunt durch die Straße gingen, hätten wir gesagt, das muss der Heindl sein. Nein, aber man hat mich gefragt, wie es Ihnen geht, weil man in Kitzbühel davon spricht, dass Sie das Golfspielen angefangen haben. Ich? Ja, und Sie hätten auch schon die ersten Preise bekommen.
Zum Überreichen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Zum Überreichen stimmt allerdings. Das ist wirklich wahr, ja, in Piesing. In Piesing. Aber also Golf habe ich noch nicht gespielt, obgleich Howard mir vorhin gesagt hat, Dieter, mach das. Ich muss dir sagen, es ist die größte Sport, was es überhaupt gibt. Die ganze Welt. Wenn Sie genau aufgepasst haben, dann hat Herr Carpendale sogar einen Golfschritt gemacht beim Gesang. Ehrlich? Ja, haben Sie nicht aufgepasst? Nein. Ich habe es auch nicht beanstandet. Ich lasse mir den mal zeigen von Ihnen. Gerne. Dankeschön, Herr Dr. Heindl. Wenn der aus dem Urlaub kommt, ist er gleich ein ganz anderer Mensch. Ne? 12-18, 6 Punkte bis zum Gleichstand. 7 Sieg und 200 Mark. Da kommt natürlich Kribbeln im Bauch dazu. Ne? Nicht nur im Bauch. Achtung, ich sag nochmal. 6 bis zum Gleichstand, 7 Sieg. Achtung, fertig, los. Wenn man zum ersten Mal singt, hat man eine? Wenn man zum ersten Mal auftritt, hat man eine? Premiere. Ja. Da ist eine Schranke, da muss ich durch den? Zoll. Auf der Kirmes fahre ich die, nicht sieben. Achterbahn. Ja. Was Besseres als Sekt? Wein? Nein, besser. Champagner. Ja. Nicht Dusche, sondern? Baden? Nee, kann man auch trinken. In Berlin die? Ach, Berliner Weiße mit Schuss? Nein, was anderes Wort als Dusche. Reimt sich auf Pause. Eine Brause wollt sie haben. Eine Brause wollt sie haben. So, das bedeutet 16 Punkte für Christina Bach und für Wolfram Oder und 18 und damit die 1500 dazu. Jetzt sind es 2-7 und da können noch 1500 dazukommen. Du als Lehrer rechnest natürlich sofort aus. 2-7 plus 1500. Sie hatte mir gesagt, sie fährt auf Ferien nach Portugal, glaube ich, und sie möchte für die Ferienkasse spielen. Deswegen bin ich auch so. Das wäre viel Geld, ne? Ja, 2-7 plus 1500? Ja, das wären schon fast 3000 Mark. Bleiben wir was übrig für nachher. Ist doch gut gewesen, dass du nicht Lehrer geblieben bist. Ja, vielleicht, ja. Bei 2,7 plus 1500 rechnet der 3 aus. Könnte ein Bruder von mir sein. Ist wahr? Also hören Sie gut zu. Es geht um zusammengesetzte Hauptwörter und Begriffe. Davon finden wir einen Teil in einem Bergwerk. Da finden wir einen Steiger. Ne? Bei den Kumpels. Mhm. Einen Aussteiger findet man da dort eigentlich relativ selten. So was könnte da sein. Ein Teil immer im Bergwerk. Kannst losgehen? Ja. Der Steiger kommt. Der Steiger kommt. Achtung. Fertig. Und los. An Beinen haben alte Männer so blaue Dinger. Wie heißen die? Latschen. Nein, hier. So Adern. So, ja, genau. Wie heißen die? Krampfadern. Ja. Der Deutsche hat einen Hund. Wie heißt dieser Hund? Schäferhund. Ja. Und, was? Ach so. Der Deutsche hat einen Hund. Es tut mir leid. Jetzt haben bestimmt einige Bayern gesagt, du blöder Hund. Ja. Mensch, okay. Ein Hund, ein Schäferhund. Aber es sind 2850 Mark gewesen. Ich habe ja das Gefühl, dass jemand gesagt hat, es sind rund 3000 Mark. Er hat gesagt, jetzt muss ich recht behalten. Ja. Das wäre aber nicht ich gratuliere Ihnen. Es ist ja viel Geld, nicht? 2850 Mark in so kurzer Zeit. Da sind es 1700 Mark bei Ihnen. Für dich haben wir die Blumen. Ich hoffe, sie gefallen dir. Howard Carpendale war dabei. Und seine Gruppe, die RIP. 4.550 Mark waren das zusammen. Sie wissen, die Hans-Rosenthal-Stiftung stellt nach 3 Sendungen für einen guten Zweck etwas zur Verfügung. Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Unbürokratisch helfen ist die Aufgabe der Hans-Rosenthal-Stiftung. Und ich möchte Ihnen noch einmal sehr deutlich die Kontonummer ans Herz legen. Ganz einfach, Berliner Bank und viermal die 4. Berliner Bank, viermal die 4 und dazu bitte Hans-Rosenthal-Stiftung. Und noch etwas, wir sehen uns wieder, heute in einer Woche schon. Das geht ganz schnell diesmal. In einer Woche dann zusammen mit BB, mit Brigitte Basken, das ist unsere wunderschöne, dunkle Fernsehansage der Heute-Sendung. Und dazu kommt Horst Jüssen, das ist ein Schauspieler, ein Kabarettist, den Sie auch kennen. Und der hat eine entzückende Frau, die wird singen. Was meinten Sie? Lena Waleitis, völlig richtig, sie wird auch da sein. Und schön wäre es, und wir würden uns alle riesig freuen, wenn auch Sie dabei wären. Also heute in einer Woche, das wäre dann genau der 18. So, und damit wir ganz pünktlich weitergehen im ZDF, sage ich jetzt schönen Dank fürs Zuschauen. Es geht direkt nebenan weiter im Studio 1 bei meiner entzückenden, charmanten Kollegin bei Caroline Reiber. Und unsere Aufnahmeleiterin hat den richtigen Zwirn für mich. Denn wenn man schon zu Caroline geht, dann braucht man auch als Preuß natürlich die richtige Jacke dafür. Mit der Jacke können Sie automatisch jodeln. Ich gehe rüber, wünsche Ihnen viel Spaß mit Caroline Reiber und ihrer volkstümlichen Hitparade. Servus, bis gleich, da bin ich drüben im Studio 1. Servus aus München von der Pyramide. Bis zur nächsten Woche. Ciao.